Wow, mein Name ist JD. Mit dir verschwindet auch mein Name aus meinem Leben. Ente ist die Zukunft. Bro Street. Home. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Your Mission an diesem wunderschönen Mittwoch. Und ja, heute kommen mal Missionen von einem gewissen Godless Goat. Und da war noch ein Name, aber das möchte ich jetzt halt aus Identitätsgründen möchte ich das jetzt hier nicht irgendwie erwähnen. Vielleicht ist es sein echter Name, keine Ahnung, aber ich möchte es jetzt nicht sagen. Und ja, mal gucken, ob er dann später seinen Künstlernamen dann später bei der Mission eingebaut hat. Denn wir spielen jetzt erst... Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Wir spielen erstmal Intro, der Verrat 2, Konfrontation. Das sind die drei Missionen von Godless Goat. Und Cola Boy fickt. Oh, ach, das ist Cola Boy. Ah, okay. Alles klar. Wir machen jetzt ein Video mal davon mit den vier Missionen hier. Und danach kommt noch ein Video. So, oh Gott. Jetzt habe ich Cola Boys Mission angemacht. Moment. Chill. Du kommst später. So, erstmal Godless Goat. So, Intro. Mal gucken, wie das Intro jetzt so ist, ne? Bin mal wirklich sehr, sehr gespannt. Halt! Bevor du die Mission spielst. Ja? Ich orientiere mich an der Storyline von Grilli. Der Verrat. Okay. Interessant. Gut zu wissen. Ich versuche mein DPSOM mangelndes Know-how mit Kreativität auszugleichen. Alles klar. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Du bist mein Lieblings-YouTube. Nee, war ein Scherz, so stinkt. Oh, ich dachte schon, ich habe schon fast einen Herzinfarkt bekommen. Godless, mein Gott. Ich bin Lieblings-YouTuber. Gut, dass du es, ja, das ist ein Scherzer, dankeschön. Du hast mich wirklich sehr erleichtert. So, der Verrat 2. Let's do this shit. Wir sind in Mulholland, was ist mit dem Boden hier los? Was mit der Tix? Ich will's gar nicht wissen. Okay, los geht's, der Verrat 2. Rückblende. Jadizels Eintritt in die Vinewood Family. Okay. Das ist, ja. Sehr schön. Sehr schnieke. Du scheinst ein guter Junge zu sein. Willkommen in der Vinewood Family. Jadizel, my boy. Danke. Ich fasse es nicht. Danke. Ich werde dir immer treu sein. Ja. Immer treu sein. Soll das jetzt ein Echo-Effekt sein oder was? Treu sein. Oh, Dicker. Ich habe Großes mit dir vor. Was? Boss, ich glaube, es wird schwerer als gedacht, diesen Jadizel umzupolen. Lassen Sie erstmal meine Sorge sein. Wir müssen ihm das Gefühl geben, in dieser Gang keine Zukunft zu haben. Nun gut, ich kehre zum Headquarters zurück, Master Entertainment. Ach du Scheiße. Nie wieder kacken aus Fraß. Erst verrät mich Jadizel und dann schießt Godless mich. Oh, das ist jetzt keine Rückblende mehr. Aber warum ist die Frage? Ich sollte Jadizel nur zur Rede stellen. Steig in deinen Leihwagen. Steig in meinen nagelneuen R8. Lol. Und geht das Andreas ist abgestürzt. Nice. A few moments later. Ich habe gerade ganz professionell versucht, den Checkpoint hier, das Auto alles wegzulöschen, dann was anderes hinzuklatschen, aber es ging nicht, weil irgendwann gut stürzt es ab. Deswegen habe ich jetzt mal das hier kurz selected und werde jetzt ab dem Moment mal spielen und gucken, wie es dann quasi weitergeht. Und ich hoffe, dass es nicht abstürzen wird gleich bei dem Cutscene hier. Scheiße, tut es trotzdem. Okay, Godless, dann habe ich jetzt alles versucht, um jetzt diese Mission zu spielen, aber... es hat nichts funktioniert. Und ja, wir sind jetzt gleich zu der nächsten Mission, ne? So, Godless! Der Verrat 2, Konfrontation. Ich habe zwar keine Ahnung, was davor passiert ist, aber
Egal. Es geht weiter. Der Fahrer 2. Konfrontation. Wen haben wir denn da? Oh Gott, Jay Dizzle. Sag mir endlich warum! Warum, Jay Dizzle? Warum? Wow, diese Dramatik hier. Wow, mein Name ist JD. Mit dir verschwindet auch mein Name aus meinem Leben. Ente ist die Zukunft. Bruh. Wieso stürzt es ab? Gottlos. Komm schon. Ist es das, was du willst? Ja, stellt euch einfach vor, die Charaktere würden dort stehen. Komm mir nicht mit Gottlos Ente, will ihn, Gottlos. Ente will ihn tot sehen. Was? Warum? Unter dem Vorwand, er wolle Ahoy-Brause verticken, gelang er ins Headquarters und machte eine Dia-Show. Oh, oh. Oh, Gottlos. Und weg hier. Wow, du rennst voll weg. Genug geredet, George. Joel, kümmert euch um diesen Störenfried. The fuck? Fahrt zu Gott... zum Kontakt. Bruh. Bruh. Fahrt zu Gott, zum Kontakt. Nice. Okay, ich habe zwar keine Ahnung gehabt, wieso jetzt gerade die ganze Zeit, soll ich sagen, wieso es abgestürzt ist, aber jetzt ist alles wieder gut. Hoffe ich. Denn Gottlos, sowas hatte ich noch nie gehabt. Okay, ich hatte schon mal gehabt, dass Missionen hin und wieder mal abstürzen, an einer ganz bestimmten Stelle, aber bei dir ist es einfach nur die Krönung, weil es einfach die ganze Zeit abstürzt. Einmal bei diesem komischen Auto und jetzt hier bei diesem komischen Cutscene. Jetzt werde ich bestimmt auf dem Weg dorthin, wird es wahrscheinlich auch gleich abstürzen. Also, ich hoffe, es wird nicht passieren, deswegen betet, dass es nicht passieren wird. Okay. Gottlos! Schluss mit dem Rumgealber, was willst du und wer sind die Typen? Wieso halte ich eine Waffe so komisch? Darf ich vorstellen, links von mir Elektrowurst, rechts sind Ahmed in weiß und was? Halt's Maul, das hättest du dir überlegen sollen, bevor du dich im TS entmutest. Was? Was passiert gerade? Was tust du hier? Also lass uns keine Zeit verlieren. Beta-Minus. Ich bin ein Junge. Bruh. Was für Zeit. Komm, Straße, du Nuttensohn. Ach, Dicker. Wie dem auch sei. JD hat mir erzählt, er hätte einen Auftrag für Ente gemacht. Er sollte irgendwelche No-Names töten. Ich glaube, das waren Frosty Day, Laska, Diverse. Aber egal, ich kann dir sagen, wo das Headquarters von Ente ist. Aber dafür will ich, ja, okay, man kann auch Hauptquartier sagen. Bist du komplett behindert? Hauptquartier. Deine Entscheidung ist ja nur so, dass Ente die Weinbuddies ficken will. Okay, wenn ich zuerst Ente angreifen würde, Okay, okay, du bekommst das Geld. Fahr zum Glen Park. Wow, du hast die Actors geheilt. Wow. Wow. Nicht schlecht. Hast schon mal einen Plus gesammelt. Okay. Nein, ich muss nach oben. Keine Sorge, keine Sorge. Ich fahre schon nach oben. Okay, Gottlos. Die Missionen sind schnieke. Bruh. Okay, unter dem Strich würde ich angeschossen, verraten und ausgeraubt. Bald will eine... Ja. Bald will eine... ein Ente mit Gottes Komplex, meine ganze Existenz, alles was ich erbaute. Oh mein Gott, die Texte! Das zu verhindern brauche ich Mio. Was? Mio? Ach nein, nicht eine Mio, sondern 5. Fuck, ich sollte eine Kuh aufstellen. Die Texte gehen eindeutig viel zu schnell weg. Yo, Maniac, ich habe gehört, du brauchst eine Gelegenheit, um Geld zu verdienen. Bruh. Nice. Ja, Maniac braucht immer Geld. Währenddessen bei Gottes Goat. Ich konnte ihn nicht töten. Er hat Haribo umgebracht und ich fand nicht die Bindung, ihn zu töten. Der Wichser wird dafür bezahlen. Wenn ich es nicht bin, der ihn richtet, dann Ente. Fortsetzung folgt. Wow. Deep Story, Digga. Deep Story. Richtig deep. Ach du Scheiße. Da kommen ja ein die Tränen.
Wow. Godless. Deine Storyline war wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich lang. Ach du Scheiße, ich saß schon 2 Stunden an dieser Story. Godless! Wieso so kurze Mission? Oh mein Gott! Nee, Godless. Godless, come on! Das war jetzt auch nicht dein Ernst hier, oder? Die Storyline war doch viel zu kurz, Mann. Ach, Digga, wieso? Wieso, Godless? Okay. Da ich irgendwie gewusst habe, dass Godless irgendwie nicht so, ja, wie soll ich sagen, lange Missionen machen wird, habe ich beschlossen, dass ich dann auch direkt das mit Cola Boys Mission jetzt hier ankoppeln werde hier. Cola Boy und Godless God ist natürlich die perfekte Mischung hier. Und ja. Godless, du weißt hoffentlich, was du bei deiner Mission verbessern musst. Du hast es bestimmt selber auch gesehen, ich weiß. Du hast noch nicht so viel Erfahrung, aber das kommt alles noch. Und ja. Cola Boy fickt. Yeah. Wow. Okay, mal gucken, was Cola Boy machen wird. Cola Boy fickt. Geh dahin und raste dich UA. Und riste dich UA. Ach, ausrüsten. Soll mich ausrüsten, okay. Steig in dein Afto. Okay. Ich steig in meinen nagelneuen R8. Geh zu Vasito. Ja, das war mir irgendwie ein bisschen klar. Wieso bin ich dort? Wieso? Wow. Wow. Was du halt, wer bist du? Ich muss den. Ich bin Cola Boy und ich will dir helfen. Wieso musste ich mich dann töten? Ich will dein Hater täten. Was? Hm, okay, dann kommst du in die Five-Foot. Und wer ist der Typ? Okay. Tote, Godless, Haribo 1999 und Grilli. Okay. Was passiert gerade? Danach bekommst du die nächsten. Nimm meinen Freund Ralf mit. Ach, das ist Ralf? Das soll Ralf sein? Fahr zu Godless. Okay. So, hat er jetzt eigentlich Bock mitzukommen oder nicht? Lol. Okay, was war das denn? Achso, der steigt ein. Okay, gut. Und auf zu Godless. Was ist mit dem los? Steigst du jetzt ein oder nicht? Steig doch ein! Bist du retarded oder was? Danke. So, jetzt fahren wir erstmal fett zu. Achso, zu Godless. Zu Godless, okay. Dann fahren wir mal zu Godless und rasieren ihn. Die Frage ist, wo ist Godless? Und was macht er gerade? Was macht Godless dort? Runter vom fucking Motorradverdasch! Okay. Was zum Teufel macht Godless? Ach, keine Ahnung. Wir werden es jetzt rausfinden. So, Godless, wo bist du? Im Gebüsch wahrscheinlich. Godless, wer bist du? Verpiss dich. Wer ist das? Wohin zielt er denn? Tötet die Hater. What the fuck? Lol. Okay. Tot. So, Hater sind tot. Ach, das waren Godless und Haribo. Mir gefällt Haribo Skin besser. Ach so, okay. Ist auch nicht schlecht. Könnte auch gut zu Haribo passen. Okay, Grilli wird sterben. Chick, 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 chick. Was? Geht zu Grillis Crew. Ruf. Okay. Auf zu Grillstreifengesicht. Yes. Jetzt wird er auch rasiert. Aus der Bahn, Bitches. Dankeschön. So. Und was macht Grilli beim Friedhof?
Ah, nee, es ist nicht das Friedhof. Das Friedhof ist ja der Friedhof. Ach, keine Ahnung. What the fuck, da steht da. Okay. 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 Hier zu grillen. Tot. Was passiert gerade? Tot. Wer bist du? Ich bin Cola Boy und ich werde dich töten, Hater. Toten Hater. Töte Grilli und fahr zur Vasitour. Fahr zur Vasitour. Wow. Okay. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ups, ups, ups. Oh, oh Gott, Damage steigt aus. Und tschüss. Oh, ich glaube, nein, Rolf ist nicht gestorben. Okay, raus aus dem Auto. Dankeschön. Steigt ein, steigt ein, steigt ein, steigt ein. Go, 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 okay. Der Wagen zieht ja richtig. Zieht, 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 zieht. Wie viel PS hat das denn? Keine Ahnung, aber mich interessiert ein Scheiß. Also. Und auf zu Vasitour. Yes. Wir haben jetzt die Hater erfolgreich getötet. Aber seit wann ist Grilli ein Hater? Keine Ahnung, aber. Egal. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe die getötet. Gut gemacht, du bist jetzt Weinwood. Warte, Cola Boy ist jetzt Weinwood? Oh, oh. Warum nur? Ich habe dir vertraut, Drecksverräter. The fuck? Jetzt kommt als krönender Abschluss bestimmt sowas wie: Ich bin jetzt der Boss von Weinwood. Hä? Was? Hä? The fuck? Und du bist mein Sklave. What the fuck? Was? Okay. Oh, wir werden angegriffen.